Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk. Wer dieses Lied erkennt, ist wohl Fan von klassischem Rock. Das Glockenspiel vom Rathaus in Fürth spielt jeden Tag um 12.04 Uhr Stairway to Heaven. Und die Idee hatte Alexander Meyer. Das Lied von Led Zeppelin zu verwenden, war ein ganz persönlicher Einfall. Ich war schon als Schüler, wie ich selber noch Gymnasiast war, Gitarrenlehrer in einem Gitarrenstudio und habe einer meiner ersten Stücke, die ich konnte, war Stairway to Heaven. Und ich habe mir gedacht, dass das ja ganz gut passt. Ne? Treppe zum Himmel, oben am Rathausturm. Und es tut eigentlich viel mehr Menschen was sagen, obwohl es ja auch schon ein altes Lied ist. 1971 veröffentlicht, ist auch schon über 50 Jahre alt. Alexander Meyer brachte das Glockenspiel im Jahr 2007 aus Bayreuth nach Fürth. Seitdem spielt es oben im Rathausturm. Doch auch während der Kriegszeit gab es schon verschiedene Glocken. Im Ersten Weltkrieg waren sie aktiv. Sie wurden nämlich kurzfristig wieder eingeschaltet, weil 1902 waren sie eigentlich ausgeschaltet worden wegen Rissen im Turm. Und es war so, dass also der Prinz Ruprecht hat also Brüssel eingenommen und im Ersten Weltkrieg. Und da hat man gesagt, wir müssen doch da die Glocken wieder einschalten, um den Sieg zu feiern. Und dann läuteten die im Ersten Weltkrieg bei den diversen Siegen, die es also so am Anfang noch gab. Was zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geschah, wissen wir nicht. Im Zweiten Weltkrieg 1941 wurden sie eingeschmolzen. Auch wenn das Rathaus und der Glockenturm schon viele Jahre Geschichte miterlebt haben, sie sind ein Zeichen dafür, wie schnell Tradition modern werden kann. Die Glocken aus verschiedenen Zeiten haben früher ganz anders funktioniert. Teile der alten Steuerung sind hier unten noch, also ein normaler PC und ein großer Bildschirm. Heute läuft es alles, wie es halt üblich ist, mit einem Tablet, das hier ein bisschen massiver eingebaut ist, damit nichts kaputt geht. Man hat hier auch eine Tastatur, eine kleine. Da kann man dann auch noch einspielen. Könnte man Melodien einspielen. Aber wir sind jetzt mit den 5 Melodien oder 6 sind inzwischen, die wir haben, zufrieden. Und nein, das hier ist nicht das Fürther Rathaus, sondern der Palazzo Vecchio in Florenz. Er war das Vorbild für den Rathausturm. Dadurch sollte der Reichtum der Stadt hervorgehoben werden. Ganz oben auf dem Turm des Rathauses hat man den perfekten Ausblick auf Fürth, den auch Historiker Alexander Meyer genießt. Fokus Fürth wird Ihnen präsentiert von der Infra Fürth. Für unsere Stadt am Werk.